immer. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem Panel. Es geht um Neues auch aus der Nachbarschaft, die Zukunft von Lokal- und Regionalmedien. Und dazu begrüße ich hier insgesamt 4 Gäste auf dem Podium. Zu meiner Linken haben wir Frau Sigrun Albert, sie ist Chefin des BDZV, ich werde diese Abkürzung nie lernen, ich weiß es, beim BDZV und damit qua Amt zuständig für die Zeitung in diesem Land und Digital Publisher, nicht zu vergessen. Dann habe ich hier zu meiner Rechten Herrn Professor Markus Heinke, er ist der Präsident des Medienrats der Sächsischen Landesmedienanstalt. Das habe ich wenigstens gut rausgekriegt. Dann haben wir Professor Janis Brinkmann von der Hochschule Mittweida und er ist dort Professor für Publizistik und digitale Informationswissenschaft. Und last but not least, Helge Lind, SPD-Bundestagsabgeordneter, Sprecher für Kultur und Medien. Und er muss leider ein bisschen früher nachher weg, denn ich glaube, Phoenix ruft noch in Berlin. Dann gehen wir rein in das Thema. Es ist ja so, wir haben jetzt einen Fall, das erste Mal, dass eine gedruckte Lokalausgabe in Thüringen eingestellt wird. Die Thüringer Allgemeine wird keine gedruckte Zeitung mehr im Kreis Greiz ausliefern. Ja, und da stellt sich die Frage, ist das das Ende der Lokal- und Regionalmedien oder ist es vielleicht sogar der Start in eine neue Zukunft? Denn die gedruckten Zeitungen sollen durch digitale Angebote ersetzt werden. Frau Albert, wie sehen Sie es? Also erstmal ist es einfach eine logische Entwicklung aus der aktuellen Situation, dass eben das Zustellen von Zeitungen, von gedruckten Exemplaren auf dem Lande immer teurer, unrentabler und auch schwieriger in der Logistik wird für die Verlage. Und insofern zunächst mal würde ich das einfach sachlich feststellen, dass es eine Folge dieser Entwicklung ist, auch der Kostenexplosion an der Stelle. Und in jeder Gefahr liegt natürlich auch eine Chance. Und hier liegt eben die Chance aus meiner Sicht darin, zum einen deutlich zu machen, dass wir für eine gewisse Übergangszeit vermutlich noch Print brauchen und dafür vermutlich auch gewisse finanzielle Unterstützung durch die Allgemeinheit, um eben Print zu den Leuten zu bekommen, die nicht in der Lage oder auch nicht willens sind, andere Medien zu nutzen. Zum anderen aber auch, um sich als Gesellschaft bewusst zu machen, was müssen wir eigentlich tun, damit lokale Medien in der Zukunft auch funktionieren können, ein Publikum haben, auch ein Geschäftsmodell haben. Und da, denke ich, kann man jetzt in Greiz auch sehen, ich finde, das wurde sehr vorbildlich von dem Verlag vorbereitet, den Schulterschluss mit Landräten, mit Vereinen zu suchen und eben direkt mit der Bevölkerung auch zu sprechen, denen zu erklären, warum das so ist und welche Alternativen es gibt, beispielsweise E-Paper. Und darin sehe ich eben die Chance, jetzt uns auch so einen gewissen Digitalisierungsschub zu verleihen. Das alles geht übrigens allerdings nur mit der Digitalisierung, wenn wir auch eine entsprechende Infrastruktur haben. Und daran mangelt es ja in Deutschland auch teilweise noch. Herr Professor Heinke, wie sehen Sie es? Ende der Regionalmedien oder Aufbruch in eine neue digitale Zukunft? Ja, also natürlich nur Letzteres. Ich glaube auch, dass wir langsam das Ende des Prozesses, wo die Ausstattung mit Breitbandanschlüssen soweit fortgeschritten ist, dass man sicher davon ausgehen kann, dass das als Medium zur Verfügung steht, absehen können. Insofern ist, glaube ich, jetzt auch der richtige Zeitpunkt, um solche Experimente zu machen, wie das, was Sie genannt haben. Denn zum Schluss werden wir die Realitäten, wie der Markt mit solchen Phänomenen, also es gibt keine gedruckte Zeitung mehr in den Briefkasten, konkret umgeht, dann erst lernen. Die Hoffnung, davon gehe ich jedenfalls aus der Verlage, wird ja sein, dass die Bereitschaft dann eben auf entsprechende digitale Medien umzusteigen vorhanden ist und dass dann im Ergebnis sozusagen das Aufwendige nicht mehr bezahlbare Drucken von Zeitungen entfallen kann. Herr Lind, wie sehen Sie das? Es ist ja im Endeffekt, besteht nicht auch die Gefahr, dass dadurch, reden wir nicht mal nur von Lesern, sondern von Nutzern, dass die verloren geht? Es ist ja in so Umbruchssituationen oder beim Strukturwandel, oder wir sagen ja immer Transformation, aber weil wir immer Transformation sagen, vermeide ich dieses Wort. Diese Transformationsinflation finde ich anstrengend. Dass einerseits beschworen wird, das wird jetzt alles besser, die goldenen Zeiten noch stehen bevor, oder kulturpessimistisch, es geht unter und am Ende ist beides. Also es wird besser und es wird viel schlechter. Das bestätigt die Geschichte. Deshalb, wie soll ich das formulieren? Ich würde einfach sagen, man muss ein Krisenbewusstsein haben und auch wahrnehmen, dass es tatsächlich jetzt
auch für viele lokale Medien eine essentielle Situation ist, bei der es um die Existenz geht, aber auch bei der Bürgerschaft, weil es nun mal auch Menschen gibt, die jetzt nicht, und das finde ich auch gut so, sich umerziehen lassen, sondern einfach bestimmte Nutzungsgewohnheiten, Lesegewohnheiten haben und zum Beispiel liegen die noch im Printbereich. Ich bin da nicht für so einen missionarischen Einsatz. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich schlage mich gerade im Wuppertal herum, vielleicht kriegt irgendeiner den Mitschnitt von heute mit, dann werde ich nochmal verprügelt, mit dem wunderschönen Thema Gehwegparken. Wir haben ja eine Mobilitätswende und jetzt beginnt man systematisch Leute abzustrafen, die so ein bisschen auf dem Gehweg stehen. Weil man sagt, das ist ja verboten laut Straßenverkehrsordnung, wir wollen kein Ermessen mehr nutzen. Es gilt jetzt das Zeitalter mehr Fußgänger, Freiheit, Einschränkung von Mobilität. Was ja im Prinzip richtig ist. Nur ist es nicht so, dass die ganzen Leute, die da auf dem Gehweg stehen, alle mit ihren SUVs den halben Gehweg zuparken, sondern es viele, die das nicht anders machen können, weil Straßen eng sind, weil sie in der Pflege arbeiten, weil sie selbst mobilitätseingeschränkt sind und so weiter. Und ich finde es dann einen schlechten Ansatz zu sagen, wir zwingen das einfach durch, das ist sozusagen die normative Macht des Faktischen, sondern bin dafür, dass man dann eben Wege findet, sich miteinander zu committen und das auszuhandeln. Und so würde ich das auch sehen, dass wir in diesem Übergangsprozess gucken, dass nicht die Versorgung wegkippt, dass wir jetzt auch nicht sagen, friss- oder stirbartig, ihr müsst jetzt alle wechseln auf digital, andererseits denjenigen, die auch bereit sind, das mitzugehen, anzubieten und so einen Prozess zu gestalten. Und da sehe ich auch die politische Aufgabe. Deshalb bin ich da weder für Romantisierung noch für Dämonisierung, sondern einfach gnadenlos pragmatisch jetzt gucken, dass möglichst viele bisherige Leserinnen und Leser bleiben und andere hinzukommen und nicht ein Modell diktieren im Sinne von, so muss es sein, so habt ihr euch gefälligst zu verhalten. Herr Professor Brinkmann, wir reden viel über lokal und regional. Medien meinen damit auch fast immer Zeitungen. Sind das eigentlich immer nur die Zeitungen? Sind nur die Zeitungen unter Druck? Sind auch andere lokale und regionale Medien unter Druck? Also im Journalismus, wenn wir darüber reden, sind ja quasi alle unter Druck. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk anders als privatwirtschaftliche Medien. Wir haben hier sicherlich Speaker auf dem Podium, die zum Rundfunkmarkt privater Provenienz profunde Auskunft geben können. Mit Zeitungen und ihren Digitalangeboten habe ich mich ganz gut beschäftigt. Ich würde Ihre Frage aber gerne nochmal aufgreifen, ob das jetzt ein Aufbruch in eine digitale Moderne ist. Wenn das Umwandeln von 300 Print-Abos in E-Papers dazu führt, dass man diese Frage stellt, dann sagt das unglaublich viel über die letzten 20 Jahre des Transformationsprozesses. Das ist schon fast gar kein Transformationsprozess mehr, wenn das 20 Jahre dauert. Das ist ein neuer Zustand. Und die Argumente, die wir heute dann im Zusammenhang mit dieser Nachricht, dass das passiert ist, wieder lesen, die sind fast die gleichen, die wir schon 2004 in der Diskussion um die Novellierung der Pressefusionskontrolle gehört haben. Und dann können Sie sozusagen die verlagspolitischen Bemühungen um Regulierung vom Leistungsschutzrecht über die Tagesschau-App bis hin jetzt zur Presseförderung durchdeklinieren. Die Argumentationen sind fast immer die gleichen. Es fehlt an Geld im Journalismus, vor allen Dingen fehlt es den Zeitungen und ihren Online-Ablegern an Geld. Ja, klar. Frau Almert, es sind ja nun Zeitungen, Regionalzeitungen, Lokalzeitungen, gedruckte Zeitungen. Es sind ja vor allen Dingen ältere Nutzer. Herr Lindt hat es ja gerade auch schon angesprochen. Es sind Leute, die sind gewohnt, seit 20, 30 Jahren ihre gedruckte Thüringer Allgemeine morgens im Briefkasten zu haben. Wie wichtig ist das für die Leute? Das ist ja schon, glaube ich, für viele fast schon eine Kulturfrage, oder nicht? Absolut, und deswegen macht mich das auch ein bisschen traurig, wenn wir dann so hören, naja, die Verlage haben es verschlafen oder es sind ja immer dieselben Argumente, vielleicht sind es auch dieselben, weil sie stimmen. Es ist eben so, und ich glaube, das war jetzt auch ein Erkenntnisprozess für viele, dass die gedruckte Zeitung als abgeschlossenes Medium für Menschen ab einer bestimmten Altersgruppe wahnsinnig wichtig ist, weil die Nutzungsgewohnheit eben so ist. Ich habe das morgens im Briefkasten und man hat das jetzt gerade im Zuge von Greiz auch vermehrt ja von Kunden gehört. Das ist doch meine einzige Verbindung, die ich noch zur Welt habe. Da kann man natürlich drüber lachen. Das sind halt Leute, die über 80 sind und die sonst nicht mehr viel erleben können, gerade wenn sie in strukturschwachen Regionen auf dem Lande leben. Man kann sich aber auch sagen, das sind Leute, die unser Land über viele Jahre mit aufgebaut haben und die haben vielleicht auch ein Recht auf Information und ein Recht, die Information zu beziehen,
die Sie in der Form, in der Sie sie beziehen möchten. Ich habe in meinem Berufsleben ja in der Hauptsache auf Verlagsseite gearbeitet und Produkte entwickelt. Und eines meiner wichtigsten Leitmotive war immer der Kundennutzen. Und wir müssen hier, glaube ich, einfach erkennen, dass es einen bestimmten Kundenwunsch gibt und damit auch einen Kundennutzen, den wir eben heutzutage immer noch mit der gedruckten Zeitung stiften, auch wenn sich vielleicht Verlage selbst inzwischen längst wünschen würden, dass die Leute alle das E-Paper nutzen, weil wir dann die ganzen Sorgen mit Druck und Auslieferung und so weiter nicht mehr haben. Das ist aber eben auf der Kundenseite nicht so. Und der nächste Kandidat, der da vielleicht ein bisschen überrascht, gerade eben die Menschen, die aus der digitalen Produktentwicklung kommen, so wie auch ich, ist das E-Paper. Also über das haben wir immer gelacht, weil das halt irgendwie so fantasielos ist. Es ist ja wie eine Zeitung und nur als PDF zum Durchblättern. Und das ist natürlich alles auch richtig. Das ist jetzt technologisch nicht, gibt es nicht viele Wow-Effekte. Aber wir müssen eben erkennen, ich habe das in meinem letzten Job in der Schweiz ganz stark auch erkannt anhand von Kundenbefragungen und so, dass die Leute diese Abgeschlossenheit des E-Papers sehr schätzen und eben genau dieses störungsfreie, ich blättere mich durch und ich habe am Schluss das Gefühl, ich habe für diesen Tag meinen Job gemacht, ich habe mal alles angeschaut. Dieses Gefühl wollen die Leute haben und das müssen wir denen auch anbieten. Und da gibt es eben welche, die wollen das digital und da gibt es welche, die wollen das auf Papier. Und ich finde das schon angemessen, weil es eben nicht nur um ein Nice-to-have-Objekt geht, sondern eben um Informationen und die Zugänglichkeit zu Informationen, dass wir das auch allen Bevölkerungsgruppen weiterhin ermöglichen. Ja, und da kommt jetzt dann auch die Diskussion um staatliche Hilfen ins Spiel, Herr Professor Heinker. Wie sehen Sie denn das? Es wird ja nun viel gesprochen, es wird viel diskutiert. Wie könnten sozusagen auch die Zeitungen, die ja in der heute Morgen vorgestellten Studie der Uni Mainz knapp hinter dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als am glaubwürdigsten auch angesehen werden, von den Nutzerinnen und Nutzern, wie kann denen geholfen werden? Was ist da Ihre Ansicht? Ja, ich würde es vielleicht gar nicht auf die Zeitungen verengen, sondern sagen, es geht ja um Lokaljournalismus in Gänze und kann aus der Perspektive der Sächsischen Landesmedienanstalt berichten, dass wir ja jetzt beauftragt sind vom sächsischen Gesetzgeber, eine Förderung, die speziell den Lokaljournalismus in den Blick nimmt, im Rahmen der Zuständigkeiten der Landesmedienanstalten umzusetzen. Wir sind gerade mitten in diesem Prozess. Es gibt ja auch ein paar andere Bundesländer, die das schon haben, Berlin-Brandenburg beispielsweise, die ja ein sehr stark projektbezogenen Ansatz wählen, viele sehr kleinteilige. Wir versuchen das jetzt den gesetzgeberischen Vorgaben entsprechend sozusagen zur Stärkung der vorhandenen Infrastruktur, vor allem im Fernsehbereich, zu nutzen. Also von den 2 Millionen Euro, die insgesamt pro Jahr zur Verfügung gestellt werden, sind ausdrücklich an 1,1 Millionen Euro für das Fernsehen vorgesehen. Das hat auch damit zu tun, dass Sachsen traditionell eine besonders lebendige Lokalfernsehlandschaft hat. Anders als viele andere Bundesländer gibt es hier eine sehr große Zahl von Sendern, von denen auch eine beachtliche Zahl noch sehr aktiv ist und eine erhebliche Publizistik vorweisen kann. Neben den 1,1 Millionen gibt es dann noch ein bisschen was fürs Radio, einen Anteil für nicht kommerziellen Rundfunk und ein ausdrücklich für Innovation vorgesehene Mittel. Das ist also die Herangehensweise, die jetzt der sächsische Gesetzgeber gewählt hat. Von Ergebnissen kann ich natürlich noch nicht berichten. Wir hoffen, dass wir jetzt bis Ende Juni das Geld auf die Straße gebracht haben und ab dann können wir gucken, was es vermag, in den Märkten zu bewirken. Herr Lind, wie wird das in Berlin im Bundestag diskutiert, das Thema? Es trifft ja jeden. Alle Abgeordneten kommen ja aus irgendeinem Wahlkreis und haben im Endeffekt ja dann auch mit den lokal- und regionalen Medien zu tun und bekommen das ja auch mit. Wie wird das in der SPD und vielleicht auch im gesamten Bundestag diskutiert? Die Frage nach staatlicher Unterstützung. Ich kann in einem Akt peinlichen Selbstlobes sagen, dass ich früh in dem Fall fast schon missionarisch in meiner Fraktion unterwegs war, können aber auch der BDZV oder Bundesverband der Anzeigenblätter können das auch bestätigen. Also ich habe frühzeitig penetrant dafür geworben, dass wir uns um eine aus meiner Sicht notwendige Überbrückungsfinanzierung kümmern müssen und die Bedeutung des Lokaljournalismus wirklich erkennen dann. Ich wünschte mir auch, dass das Bundeswirtschaftsministerium das erkennen würde, habe ich Zweifel. Aber neben dieser Randbemerkung denke ich, dass es schon bei den Abgeordneten
ob nun direkt gewählt oder nicht, durchdringt, zunehmend. Und ich finde, man kann das auch ruhig zuspitzen und überhöhen. Es gibt ja diese Abkürzung FDGO, Freiheitlich-Demokratische Grundordnung, aber es gibt auch eine DDV, eine demokratische Daseinsvorsorge. Und gerade lokale, regionale Medien machen das. Manche gucken dann so schräg und denken, ja, das ist dann so Bericht über einen, weiß ich, Kaninchenzüchterverein, was übrigens auch gut ist. Ich würde sagen, auch Kaninchenzüchtervereine leisten durchaus einen Beitrag zum demokratischen Zusammenleben. Aber in der Realität heute ist das ja ganz anders, wenn man sich anguckt. Gerade für Leute, übrigens auch in Städten wie meiner Wuppertal, die sehr heterogen sind, achten unterschiedliche Bevölkerungsgruppen darauf, wie findet denn das statt, was wir machen. Also sowohl der Bürgerverein als auch aktivistische Initiativen suchen Orte, wo können wir stattfinden. Haben natürlich teilweise durch Social Media dann gar nicht so den Bedarf, aber trotzdem macht es noch einen Unterschied, wenn da berichtet wird, wenn man Form findet, wahrgenommen zu werden. Und das ist eben als Basis, Keimzelle sehr pathetisch ausgedrückt, für ein demokratisches Miteinander wirklich bedeutsam und wichtig, weil Leute so dann Partizipationserfahrung haben oder auch man nicht immer diese sehr polarisierten, schon vorgefahrenen Debatten hat, ob über Identitätspolitik, sonst wie, sondern sehr an hautnahen, konkreten Problemen sich erfährt, auseinandersetzt. Und ich glaube, die Bedeutung, die kriegen schon viele Abgeordnete gespiegelt und sehen dann auch, das ist ja auch meine Wählerschaft letzten Endes, die es betrifft. Aber gibt es denn schon konkrete Initiativen jetzt aus dem, frage ich ganz einfach nach, aus dem Bundestag heraus? Gibt es da konkrete Ideen? Natürlich gibt es die Frage Verhandlungen mit dem Bundeswirtschaftsministerium, wo jetzt nicht so viel Feedback kommt, wie Sie sich das wahrscheinlich vorstellen. Aber gibt es andere Ideen? Wird anderes diskutiert? Man kann ja nicht immer nur in eine Richtung gehen. Also jetzt sachlich die Lage zu beschreiben, es gibt einen Koalitionsvertrag, da hat man ja auch sich die Aufgabe gestellt, sich um das Thema zu kümmern. Verankert mit einer Studie. Jetzt gab es zwei Studien, eine bei BKM, also Beauftragte Kultur und Medien, die früher veröffentlicht wurde, und eine Wirtschaftsministerium, die am 8. September 2022 fertig war und die jetzt auf bemerkenswerte Umstände zu Beginn der Osterferien, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, clandestin das Licht der Welt erblickte mit dem Kommentar, wir teilen nicht die Ansichten und wir sind nicht zuständig. So ist es. Und jetzt liegt, der Ball liegt jetzt im Kanzleramt. Das ist die Lage. Und alle warten jetzt, was kommen wird. Ich kann jetzt sagen, dass ich in der Ampel durchaus große Mehrheit sehe für eine Zustellförderung, um es klar zu sagen, eindeutig, also für ein sehr spezifisches Modell, nicht wie in der Vergangenheit den Wurf digital noch mitzusehen, sondern sehr spezifisch auf diese Thematik Zustellung zugespitzt, ist meine gegenwärtige Einschätzung, auch wenn wir sind noch nicht im parlamentarischen Verfahren. Und jetzt meine Fraktion oder jedenfalls diejenigen, die sich medienpolitisch beschäftigen, und da habe ich auch meinen Beitrag geleistet, wir haben das jetzt auch beispielsweise in der FAZ deutlich gemacht, dass wir uns dafür aussprechen, für eine solche Form, bei der man ja auch diskutieren wird, welche Höhe und noch welche Ausgestaltung. Aber das ist das Modell, das ich präferiere und bei dem ich auch davon ausgehe, dass es die größte Wahrscheinlichkeit haben wird, auch in Kenntnis dieser schillernden Auseinandersetzung, die wir in der letzten Legislatur erlebt haben, mit erst Sozialministerium, dann das nächste Ministerium, dann war der Haushaltszuschuss ausständig, dann waren es 220 Millionen, dann waren es 200 Millionen. Dann hat man gesagt, wir müssen noch digital mit reinnehmen, da war keiner glücklich. Und am Ende hatte man ein Heilmittel, das niemand wollte. Wenn man ein Heilmittel für eine Krankheit hat, bei dem aber Krankheit und Heilmittel überhaupt nicht passen und der Kranke dieses Heilmittel nicht will, hat man ein Problem. Und ich glaube, daraus hat man gelernt, auch wenn es natürlich, das weiß ich, auch viele Kolleginnen und Kollegen von mir gibt, die sagen, das ist problematisch, ihr werdet Ärger bekommen, weil ihr wieder nur auf den Printbereich geht und eigentlich fördert ihr sozusagen einen schleichenden Tod und leistet Sterbehilfe, jetzt zynisch formuliert, und solche Formulierungen bekommt man ja. Ich bin da aber relativ schmerzfrei und finde es notwendig und denke, dass Mehrheit meiner Kollegen das auch so sieht. Okay, wir merken, es ist was unterwegs, auch in Berlin. Aber Herr Professor Brinkmann, Sie unterrichten dann auch angehende Journalisten. Ist denn das Thema lokal und Regionaljournalismus überhaupt was die jungen Leute interessiert, wo die wirklich auch rein wollen? Wir hatten gerade schon den berühmten Kaninchenzüchterverein, der immer in dieser Debatte kommt, wo es immer heißt, du musst erst mal anfangen da im Lokalmedium und über den Kaninchenzüchterverein berichten. Ist das denn überhaupt noch der Ansatz, wie man junge Journalisten begeistern kann?
Das ist eine gute Frage und ich kann das jetzt natürlich nur auf Basis eigener Erfahrungen mit den Jahrgängen, die ich so unterrichte, sagen. Ob die da wirklich rein wollen, ist erstmal nicht die Frage. Vielleicht haben die größere, möglicherweise auch kosmopolitische Medienmarken im Kopf, wenn sie so einen Medienstudiengang anfangen. Viele von denen landen da tatsächlich. Das ist ja immer noch der größte Arbeitgeber für Journalistinnen und Journalisten, also Regional- und Lokalzeitungen zusammengenommen, den wir in Deutschland haben. Kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber für die allermeisten, wenn sie denn so lange im Journalismus bleiben und nicht vorher, ähnlich wie bei wissenschaftlichen Karrieren, so sagen, wir machen dann doch lieber was anderes, wo die Arbeitszeiten und die Bezahlung vielleicht ein bisschen familienfreundlicher sind, dann landen sie da häufig und nicht zu ihrem Unvergnügen, so wie ich das wahrnehme. Ob sie sich wirklich für diese Dinge interessieren, da würde ich ein großes Fragezeichen dran machen. Wir sprechen über viele Themen und seit 3 Jahren ist es jetzt so, dass in einer Vorlesung von 100 Studierenden niemand mehr ein Print-Abo hat und in der Regel 1 bis 2 ein journalistisches Online-Abo, das in der Regel dann aber Spiegel Online, Übermedien ist, auch keine Lokal- oder Regionalzeitung. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt, sicherlich nicht repräsentativ, aber ist ein bisschen schizophren an der Stelle. Ja, und es ist ja auch so, dass ja auch die Konkurrenz in diesem Markt nicht besonders groß ist. Ich bin ja nun Studioleiter in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg. Im Bundesland gibt es 2 Tageszeitungen. Der ehemalige Bezirk Magdeburg hat die Volksstimme, der ehemalige Bezirk Halle hat die Mitteldeutsche Zeitung. Frau Albert, da ist ja auch die Konkurrenz ist ja auch im Prinzip, man muss nicht nur sagen, sie ist nicht besonders groß, es gibt ja im Prinzip auch gar keine Konkurrenz. Die Blätter sind ja teilweise auch wirklich Monopolisten in ihren Bereichen. Ja, oder wo könnte dann die Konkurrenz herkommen? Wo könnte man das nochmal ein bisschen anfeuern? Ja und nein, also es gibt ja schon Gebiete, in denen es konkurrierende Titel gibt, immer noch. Natürlich haben wir auch eine gewisse Konsolidierung im Markt und dadurch eben eine Konzentration auf einige große Medienunternehmen und da auch gewisse Verschmelzungen erlebt. Ich weiß gar nicht, ob unbedingt Konkurrenz so wichtig ist. Wichtig ist jetzt aus meiner Sicht zunächst mal, dass wir eine qualitativ hohe Abdeckung hinbekommen in den Regionen. Und da ist, finde ich, schon die Aufgabe der Verlage, immer noch besser zu werden. Also ich habe selbst als Lokaljournalistin angefangen, ich war dann eben auch, zwar nie bei dem Kaninchenzüchterverein, ich weiß auch nicht, aber bei allen anderen Vereinen in meiner Region war ich also zu den Jahreshauptversammlungen und erkenne jetzt, seit ich im Verband arbeite, in einem Verein, also doch auch manches wieder. Aber ich habe das selbst erlebt, wie damals Journalismus betrieben wurde und kann sagen, also das war jetzt damals auch nicht unbedingt top-notch Qualität, die wir abgeliefert haben. Man ist halt da rumgefahren, hat seine Fotos gemacht. Ob sie was wurden, wusste man ja dann immer erst, wenn der Film entwickelt war, und hat seinen Bericht abgegeben. Also es war bei weitem nicht so, wie wir das ja heute jetzt manchmal hören, weil früher alles immer besser war. Ja, damals waren alle noch im Gemeinderat und haben jede Sitzung mitverfolgt. Nein, das war damals auch nicht so. Wir müssen natürlich mehr dahin kommen, da können auch Tools wie KI und sonstige Automatisierung sicherlich helfen, einen noch besseren lokalen Journalismus zu machen, einen besseren, als wir ihn je hatten. Also das ist schon die Aufgabe, die ich auch bei den privatwirtschaftlichen Unternehmen sehe. Und ich sage, es ist aber neben dem wirtschaftlichen Aspekt immer auch im Journalismus eine ideelle Komponente drin, die sich nicht so leicht in Euro messen lässt und damit für mich eben auch immer eine gesellschaftliche Aufgabe. Also wenn Sie denken, früher, da war der Lehrer dann eben noch, saß noch nebenher im Gemeinderat und so, das war jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie tolle Stunden abrechnen konnte und reich wurde, weil man seine Zeilen geschrieben hat. Jetzt sind wir heute da ja auch zu Recht in ganz anderen Bezahlungs- und Bemessungsgrundlagen. Aber ich glaube, wir müssen halt schon auch erkennen, guter lokaler Journalismus, der fängt beim Einzelnen an, natürlich bei dem, der ihn auch mitfinanziert, indem er eben nicht nur kostenlos konsumiert, sondern auch was dafür zahlt, aber auch bei dem, der bereit ist, was beizutragen. Da schließt sich gleich von mir eine andere Frage an. Da steht ja dann immer so ein Begriff im Raum, der nennt sich Neudeutsch Paywall. Wie groß ist denn die Akzeptanz dieser Paywalls? Ich habe manchmal den Eindruck, dass es in Deutschland, dass das irgendwann mal nicht rechtzeitig eingeführt wurde und man jetzt darum kämpft, mit diesen Paywalls oder über diese Paywalls sozusagen dann noch Geld zu verdienen.
Also ich kann insoweit beruhigen, viele der Phänomene, die wir heute diskutieren, sind keine rein deutschen Phänomene. Zustellförderung gibt es in Europa in fast jedem Land, außer in unserem, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und auch Paywalls und die Herausforderung, die Nutzer zum Zahlen zu bringen, kennen auch viele andere europäische Länder. Jetzt haben wir ein paar Länder, die wirklich vorbildlich da weit vorn Zustimmungsraten von 40% zu Bezahlinhalten, ich glaube in Schweden oder Norwegen ist es, haben, aber viele andere kämpfen. Wenn man jetzt, es kommt natürlich immer darauf an, welche Untersuchung man hernimmt, wenn man jetzt den letzten Reuters-Report nimmt, da liegen wir in Deutschland bei 14% Bezahlbereitschaft für journalistische Inhalte über alles, jetzt nicht nur kommunal, regional, und der Durchschnitt liegt bei 17%. Das heißt, das ist natürlich überall noch ausbaufähig und deswegen spreche ich ja auch immer von der gesellschaftlichen Aufgabe, eben der Erkenntnis, journalistische Arbeit gibt es nicht kostenlos, da sind Menschen damit befasst, dass die Geld verdienen müssen und dafür bezahlt werden müssen, sonst sinkt einfach die Qualität auch immer weiter. Ja, mit meinem Abo, auch wenn ich vielleicht nicht 100% alles nutze und ganz großartig finde, was da bei mir ankommt, unterstütze ich eben auch, dass wir in unserem Land diese Informationsmöglichkeiten haben und damit unsere Demokratie stärken. Also diese Aufgabe sehe ich eben auch beim Einzelnen. Und um zur Frage zurückzukommen, ja, natürlich müssen wir noch mehr Bezahlbereitschaft entwickeln. Und auch da haben wir Hausaufgaben als Verlage, eben hervorragende Produkte anzubieten, wo die Leute sagen, natürlich zahle ich dafür. Herr Professor Heinke, aber ist denn nicht irgendwann mal, lange Zeit haben ja auch gerade private Verlage und gerade Privatanbieter viele Sachen ja auch kostenlos quasi ins Netz gestellt. Das ist ja im Endeffekt, um sozusagen die Leute zu locken, aber ist das denn letztendlich nicht so ein bisschen auch das Gift gewesen, was jetzt dafür sorgt, dass die Leute nicht mehr bereit sind, dafür extra zu bezahlen? Das mag einen wesentlichen Beitrag geleistet haben, aber aus der Nummer kommen wir jetzt nicht wieder raus. Wir leben jetzt mit den Marktrealitäten, wie sie sind, und müssen uns jetzt die Antwort geben, wollen wir das im Moment ja fraglos fehlende, also die Finanzierungslücke schließen, wollen wir das mit öffentlichem Geld tun, und was in dem Zusammenhang aus meiner Sicht das der Punkt ist, der es eben kritisch macht, ist der Staatsferne. Meines Erachtens ist die Zustellerförderung in der letzten Legislatur ja auch an dieser Frage gescheitert. Für die Förderung in den Bundesländern wählt man typischerweise den Weg über die Landesmedienanstalten, um da eine Entkopplung sozusagen zwischen dem Haushaltsgesetzgeber und den Empfängern herzustellen. Auch darüber kann man diskutieren, ob das eine ausreichende Entfernung ist. Allerdings fürchte ich, können wir diese Diskussion jetzt nicht mit allzu akademischer Spitzfindigkeit führen, denn die Marktlage stellt sich im Moment wohl so dar, dass wir entweder jetzt handeln oder dann den Befund stellen, dass eben diese Landschaft, wie ich sie vorhin jetzt für Sachsen bezeichnet habe, gestorben ist, denn dass die Kostendeckungsgrade im Lokaljournalismus, insbesondere wenn es um Bewegtbildjournalismus geht, sicher unter 100% liegen, ist ein immer wieder neu gestellter Befund. Und insofern muss es aus meiner Sicht tatsächlich um die Frage gehen, wie wird diese Finanzierungslücke geschlossen? Und da scheint mir für den Moment die Antwort, das mit öffentlichem Geld zu tun, nicht die schlechteste. Herr Lind, wir haben es jetzt schon mehrfach angeschnitten, aber wie wichtig sind denn diese Sachen? Sie haben es gesagt, Kaninchenzüchterverein, ja, der berühmte, der immer wieder genannt wird in diesem Zusammenhang. Seit 30 Jahren kenne ich das und diese Sachen, die da zusammengestellt werden. Wie wichtig ist das denn für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn sowas, oder wie schlimm wäre es, andersrum gefragt, für den gesellschaftlichen, wenn sowas nicht mehr in der Form dabei wäre, wenn sowas nicht mehr publiziert werden würde, auch wenn es vielleicht nur einen gewissen Kreis von Nutzerinnen und Nutzern interessiert? Also erstmal wünsche ich mir, also Sie kennen sich ja Johannes Kahrs, legendärer SPD-Politiker im Bundestag, lange Zeit haushaltspolitischer Sprecher, und da gab es so ein Bild von ihm fast jedes Jahr mit so einem riesigen Kaninchen, so einem Monsterrammler. Und ich habe immer gedacht, also da gab es die Legende, der Mythos des Kaninchenzüchtervereins, er hat es erlebt, ich habe es nicht erlebt. Aber vielleicht habe ich noch die Gnade, dann doch nochmal mit Kaninchen abgebildet zu werden. Ansonsten aber, es fehlt eindeutig was. Ich würde aber auch gar nicht sagen, dass wir so sentimental sind, weil ich glaube, manchmal ist so das Bild im Kopf, regional ist dann, und lokal, das ist dann so, das
im Kleinen, im Nahfeld, nicht so wirklich politisch und da ist so die große Politik. Und teilweise ist das so, ist das Bedürfnis. Ich würde aber sagen, der Wandel, und da liegt dann auch eine Möglichkeit darin, ist, dass gerade durch gut gemachten, qualitativ starken, aber engagierten, personell auch hinreichend ausgestatteten Lokaljournalismus, dieser Link sichtbar wird. Weil zunehmend diese globalen Themen, die uns umtreiben und auch Fragen wie Migrationsprozesse oder aber auch Generationenfragen, sich spiegeln und ganz neue Perspektiven sich ergeben, weil das eben auch auf der Ebene nicht mehr so diese Trennung Innen-Außenpolitik, große, kleine Politik, sondern zunehmend da das durchschlägt. Und da sehe ich einen Ansatzpunkt, dass man eben nicht mehr sagen kann, wir machen jetzt so diesen biederen Lokaljournalismus und dann machen wir das richtig große, wichtige. Und man sieht, wenn man das große, wichtige macht, dass die Mechanismen gar nicht unbedingt anders sind als in einer Basis, sondern da sehe ich tatsächlich Möglichkeiten. Deshalb würde uns wirklich was fehlen. Man muss es, glaube ich, nicht so museal betreiben. Das wird nicht funktionieren. Das wissen auch. Wenn Zeitungen in meinem Umfeld mal Auflage hatten von 150.000 und jetzt gucken, dass sie mit 15.000 Print irgendwie durchschiffen, dann erkennt man, glaube ich, dass es jetzt nicht darum gehen wird, wie kommen wir wieder auf 150.000 Print. Aber diesen Prozess abzufedern und gleichzeitig neue Möglichkeiten zu entdecken. Und da bin ich gnadenlos, selbstverordnet optimistisch. Da sehe ich tatsächlich Potenzial in dem Zusammenspiel. Auch, dass man, so E-Paper ist ja eher Digitalisierung, aber Digitalität gibt es ja auch. Also, dass man dieses Rhizomatische des Netzes nutzt, was für einige interessant ist, für andere löst das den Wahnsinn aus. Also dieses Zusammenspiel ist, glaube ich, wichtig. Und das Letzte, was noch aus meiner Sicht, ich mache heute den Cheflobbyisten für die Lokalzeitung, morgen ärgere ich mich wieder über einen Artikel des örtlichen Chefredakteurs, der nicht nett zu mir ist. In der Schizophrenie bewegt man sich auch. Aber dann kann ich ihm ja sagen, guck mal, ich kämpfe für deine Zukunft. Dann ist aber ein böses Argument. Ist, dass wir teilweise so komische, in Gemeinden so komische Plattformen haben. Ich nenne mal Wuppertal aktuell oder Scharbeutz total oder sonst wie was. Und da sind teilweise dann auch so lokale Inhalte mit erstaunlicher Reichweite, die aber nicht immer journalistisch fundiert sind. Und die aber wahrgenommen werden, teilweise dann vervielfältigt über Facebook bei den Älteren, über andere Plattformen bei den Jüngeren oder über Telegram-Chatgruppen. Und ich habe das in der Flut erlebt, was teilweise für Falschwahrnehmungen erfolgt sind. Und auch deswegen, glaube ich, brauchen wir einen ordentlich funktionierenden qualitativen Lokaljournalismus als Korrektiv zu dieser Entwicklung, weil die Leute sich weiterhin lokal informieren. Das stirbt ja nicht aus. Herr Professor Brinkmann, Sie arbeiten ja nun mit angehenden Journalistinnen und Journalisten zusammen, bilden Sie aus. Was gibt es denn für Ideen jenseits von Zeitungen, der klassischen Lokalzeitung, der klassischen Lokalausgabe? Da vielleicht, was kommt da vielleicht auch von den Studentinnen und Studenten in der Richtung? Haben die da vielleicht Ideen, wie das weitergehen könnte? Können Sie davon berichten? Genau. Ich habe übrigens gerade nicht gesagt, dass die Verlage die Entwicklung verschlafen haben. Das haben Sie einfach so gesagt. Aber jetzt von Studierenden zu erwarten... Das zog sich jetzt nicht unbedingt auf Sie. Wir hören das öfter okay, mal. Okay, gut. Nicht zu Unrecht. Also ich hätte das durchaus sagen können. Aber das jetzt den Studierenden zuzuschieben, jetzt Lösungen... Nein, Moment. Ich will Sie nicht zuschieben. Ist ja die Frage... Gibt es welche? Also bei uns läuft es normalerweise so, wir machen sie erstmal mit dem Problem vertraut. Nicht unbedingt so prominent wie jetzt hier, aber die genannten Studien zu Paywalls, zu Paid Content, zum Nutzungsverhalten im nationalen und internationalen Raum, die kennen die dann irgendwann und dann merken sie irgendwann, es gibt ein großes Refinanzierungsproblem im Lokaljournalismus. Auch weil ich Ihnen das immer wieder sage, um Sie davon möglicherweise in Kenntnis zu setzen, dass diese Berufswahl für Sie eben die ein oder andere Überraschung bereithält. So, und natürlich gibt es Formate, in denen man sich damit auseinandersetzen kann, aber bislang ist es mir nicht untergekommen, dass dort mal so eine Silver Bullet dabei gewesen wäre. Und ich glaube auch, wenn die jemand finden würde, dann könnte er sein oder ihr Studium in dem Moment abbrechen und würde sehr hochbezahlter Verlagsmanager und würde die ganzen mittleren Ebenen überspringen. Alleine, es gibt natürlich im Markt Angebote, die sich ohne Verlagshintergrund häufig über Crowdfinanzierung, also
Spenden, Stiftungen möglicherweise. Korrektiv möchte ich hier aus NRW, zumindest Homebase NRW, mit der Bross-Stiftung mal nennen. Rums in Münster gibt es. Diese Versuche gab es ja immer wieder, teilweise übrigens auch von Journalistinnen und Journalisten, die ihre eigentliche Lokalzeitung verloren hatten, weil die dann zugemacht wurde. Das war nicht immer erfolgreich. Das ist übrigens nicht überraschend, dass das nicht erfolgreich ist, denn wenn diejenigen Unternehmen, die noch im Markt sind, schon über Refinanzierungsprobleme klagen, und das tun sie ja berechtigterweise, dann ist es für neue Bewerber in der Regel auch nicht besonders attraktiv, in diesen Markt hineinzugehen. Also wir haben einzelne Projekte mit interessanten Förderungsmöglichkeiten, die aus meiner Sicht bislang nicht in der Breite zur Reife gekommen sind. Übrigens auch nicht in den USA, wo man ja immer so ein bisschen neidisch hinguckt und sagt, die Stiftungskultur dort ist viel mehr ausgeprägt. Ja, das stimmt, aber ich glaube, wenn man heutzutage das Mediensystem tauschen könnte, mal so eben, würde man nicht lieber in den USA als in Deutschland leben. Also von daher, es gibt sicherlich viel zu lernen im In- und Ausland. Wir können auch über Presseförderung direkter und indirekter Art reden. Aber diese Player, und das sind wenig genug aus meiner Sicht, die leben häufig davon, dass sie eben eine sehr aktive Nutzerschaft haben, die auch bereit sind, Geld dafür zu geben. Gibt es übrigens im Zeitungsmarkt ja auch mit der Taz, die ein genossenschaftliches Modell hat, wo die Leserinnen und Leser das zu einem großen Teil mittragen. Alleine, ich befürchte, wenn die Zahlungsbereitschaft für Journalismus schon so niedrig ist, wie Sie das gerade gesagt haben, befürchte ich, dass die reine Spendenbereitschaft, insbesondere auf Ebene von Normalbürgern, nicht von Stiftungen oder so, noch niedriger ausgeprägt sein wird. Also alle diese Unternehmen, die es gibt, die teilweise hervorragenden, auch preiswürdigen Journalismus machen, die kämpfen auch alle oder wissen nicht, wie es langfristig weitergeht, weil die Förderung eben ausläuft, respektive das Geschäftsmodell da auch über die 7.000 Abonnenten, die pro Monat 10 Euro zahlen, nicht hinauskommt. Also ich weiß leider auch nicht, wie es gehen wird, aber ich befrage meine Studierenden morgen nochmal. Vielleicht kommen wir zu dieser Idee. Vielleicht ist das, wird ja der Stein der Weisen gefunden. Ich würde jetzt auch gerne durchaus, wenn im Publikum es Fragen gibt, Anmerkungen, dann bitte die Hand heben. Wir haben ein Mikrofon zur Verfügung, was wir rumreichen können. Und dann können Sie auch sich mit Fragen hier durchaus an der Debatte, am Austausch beteiligen. Jetzt wird viel über, es ist die Zustellförderung, steht im Raum, andere Sachen, was hier in Sachsen probiert wird. Aber Frau Albert, wie geht es denn weiter, wenn gar nichts unternommen wird in diesem Markt? Also wir stehen ja jetzt nicht vor einer völlig verheerten Situation. Es wird dann sicherlich weitergehen. Die Verlage werden ihren Job weitermachen. Es wird in weiteren Gebieten dann keine Zustellung von Tageszeitungen mehr geben. Und es liegt natürlich dann auch an den Kundinnen und Kunden zu entscheiden, ob sie auf andere Modelle wie E-Paper und Co. wechseln. Aber das wird auf jeden Fall jetzt in den nächsten Monaten passieren. Ich habe vorher so ein bisschen Lächeln im Publikum wegen der 300 Abonnenten in Greiz gesehen. Die sind deswegen, glaube ich, für uns alle so interessant, weil die halt erst der Anfang sind. Also da werden sicherlich 300 mal X in diesem Jahr noch folgen. Und dann ja, liegt es eben tatsächlich an uns allen zu sehen, inwieweit steigt dann die Akzeptanz für die Nutzung digitaler Abo-Angebote, die ja alle überall verfügbar sind. Aber wie will man denn jetzt zum Beispiel, wir reden ja viel über ältere Menschen, die die Zeitung seit Jahrzehnten haben, reicht es denn ihnen einfach nur ein kostenloses Tablet zur Verfügung zu stellen, um dann vielleicht die Scheu vor dem E-Paper zu nehmen? Leider nein. Auch dieser Versuch wurde jetzt in Greiz in dem Kleinen wieder gemacht. Und die Verlage haben ja durchaus auch in der Hinsicht schon vor vielen Jahren Anstrengungen unternommen und die Tablets zur Verfügung gestellt. Vielleicht war man mit manchen Dingen auch zu früh und sollte es jetzt wieder probieren. Es gibt ganz interessante Entwicklungen in den USA, die, wie Sie ja auch gerade sagten, natürlich ganz ähnliche Probleme haben, aber dann auch kein duales Mediensystem, also natürlich auch dadurch eben wirklich dann überhaupt keine Abdeckung mit Informationen mehr in gewissen Gebieten mit entsprechend verheerenden Folgen. Und einige Regionalverlage in den USA machen es inzwischen tatsächlich so, dass sie zu den älteren Leuten nach Hause fahren, einen Studenten schicken mit dem Tablet und der richtet denen das dann ein im WLAN und so öffnet man das E-Paper und da ruft man es ab. Also das ist jetzt nicht ein rein deutsches Phänomen,
Das müssen wir uns, glaube ich, auch immer wieder vor Augen rufen, wenn wir halt über Verschlafen und so sprechen, sondern es ist tatsächlich eben auf der Kundenseite eine echte Herausforderung, die man, glaube ich, auch nicht einfach nur so weglachen sollte, sondern wo man echt überlegen kann, was kann man auch selbst beitragen? Also kann man vielleicht zum Nachbarn auch selbst mal rübergehen und dem mit dem Tablet helfen, weil man halt feststellt, dass der ansonsten von der Information abgeschnitten ist. Also ich glaube, da müssen wir uns eben tatsächlich auch alle selbst fragen, was können wir tun, um das zu befördern, weil nur auf die Verlage zu zeigen, wird wahrscheinlich nicht reichen, um dieses Phänomen in den Griff zu kriegen. Und dann würde ich gleich nochmal Herrn Lind, bevor Sie in 5 Minuten weg müssen, nochmal die Frage stellen, was glauben Sie, wenn das jetzt nicht klappt mit der Zustellförderung, was befürchten? Befürchten Sie dann überhaupt etwas oder was sind dann Ihre Bedenken? Sie kämpfen ja auch sehr dafür. Ah, dann gibt es böse Briefe natürlich. Ab bestimmten Veranstaltungen gehe ich da lieber nicht mehr hin. Nein, jetzt ganz ernst gesprochen, natürlich, wir müssen ja auch immer abwägen, was wecken wir für Erwartungen. Deshalb kämpfe ich dafür, aber mache jetzt nicht die große Versprechung, weil es garantiert enttäuscht geben wird. Egal was kommt und wenn was kommt, ich bin eher da von ausgehend, dass es so sein wird. Wenn nichts käme, ist es nicht der Komplettuntergang, aber es wird natürlich Marktprozesse geben, aber eben im Wissen, dass es eben nicht nur eine Marktfrage ist, sondern wir dann tatsächlich diese Einbrüche erleben werden, dass ein Teil der Bevölkerung dann nichts mehr bekommt, also die auch nicht dann substituieren werden sozusagen, und auch im ländlichen Raum ist es ja nochmal größer und dann ist es ja so, man kann es ja gucken, wenn man so mögliche Parameter einer Zustellförderung anguckt, ist das ja zum Beispiel Auflagenhöhe, ist das Siedlungsdichte, ist das Haushaltsabdeckung. Gerade wo geringe Siedlungsdichte ist und auch eine geringe Haushaltsabdeckung, kann man sagen, die werden als Erste verschwinden. Und so wird das sein. Und aufs Ganze gedacht aber ist das ein Problem. Weil wir haben das ja, Beispiel jetzt nehmen, Wahlbeteiligung. Wir haben in Städten gegenwärtig so riesige Unterschiede. Bei Bundestagswahlen zwischen 90% Wahlbeteiligung und Stadtteilen mit 15%. Der Effekt ist, dann, das ist ein fataler Effekt, wo gehen die Parteien hin? Selbst wenn sie ganz gute Prozentergebnisse haben in den Stadtteilen mit 15%, ist das von den Nominalwahlergebnissen viel weniger. Ich hole in dem anderen Stadtteil, hole ich 8.000 Stimmen und in dem 500. Also geht man dann hin in den, wo man viele Stimmen holt, sodass das eine Feedbackschleife ist zum Negativen. Und ich glaube, das muss man verhindern, dass wir dann sagen, dann ist es so, denn dann sind die schon leicht abgehängt werden, noch mehr abgehängt. Und dann haben wir die Paradoxie der Bürgerbeteiligung, dass wir durch Bürgerbeteiligung oft die gut Beteiligten noch besser beteiligen, sodass die wenig Beteiligten am Ende ganz wenig beteiligt sind. Und das wünsche ich mir nicht, deshalb glaube ich, muss man A, diesen Weg gehen, ich halte ihn für richtig, aber dann auch überhaupt überlegen, was finden wir noch für weitere Wege, Information, Meinungsbildung, gerade auch in diese Brachen von Informationen zu tragen. Das scheint mir wirklich eine vitale Frage auch für unser demokratisches Gemeinwesen zu sein. Das ist mein Wort zum Donnerstag und ich muss weg. Genau. Vielen Dank erstmal soweit und gute Fahrt nach Berlin, störungsfreie Fahrt und viel Spaß bei Phoenix. Herr Professor Heinker, Herr Professor Heinker, und wie sehen Sie es? Ich meine, gut, Sachsen unternimmt jetzt etwas, ist sozusagen, da ist was im Kommen, aber sehen Sie es genauso wie Herr Lind, dass es im Endeffekt auch extrem wichtig ist für den gesellschaftlichen Zusammenhang, dass da etwas passiert, dass da auf dieser lokalen, regionalen Ebene Unterstützung gebracht wird? Ja, tatsächlich. Ich glaube, der Befund ist auch sichergestellt, dass das so ist, dass also sozusagen die demokratiestärkende Wirkung, die Journalismus hat, gerade auch im Lokalen eine besondere Bedeutung hat. Insofern klare Antwort, ja. Sie sagten ja vorhin, dass es in Sachsen eine sehr lebendige Szene gibt von Lokalfernseh- und Radiosendern. Ist das ein sehr sächsisches Phänomen? Das ist tatsächlich so, die Zahlen sind jetzt nicht ganz aktuell, aber die Hälfte allen Lokalfernsehens findet in Ostdeutschland statt und die Hälfte von dem, was in Ostdeutschland stattfindet, in Sachsen. Also es ist ein unverhältnismäßig großer Anteil. Der Hintergrund ist, dass in Sachsen eine zu DDR-Zeiten besonders ausgeprägte Antennengemeinschaftskultur war, aus der dann nach dem Mauerfall diese Programme hervorgegangen sind. Und das macht Sachsen auch zu einem ganz besonderen Markt im Vergleich zu anderen. Herr Professor Brinkmann, wie,
ich versuche es einfach nochmal mit den Zeitungen und anderen Medien. Ah, da wäre eine Frage. Dann lassen wir die erstmal dazwischen. Bitte das Mikrofon. Hier vorne. Ah, das ist schon besser mit dem Mikrofon, dann hören es alle. Und nicht nur wir. Danke. Dankeschön. Rüdiger Steinmetz, emeritierter Professor für Medienwissenschaft und Medienkultur an der Uni Leipzig. Gründer von Mephisto 97.6, dem Lokalradio der Uni. Universität Leipzig und Mitglied des Medienrats der SLM. Es sind natürlich ganz viele Sachen. Ich habe mich mit der lokalen Informationsgebung lange Jahre beschäftigt. Mal anzufangen mit Mephisto 97.6, das haben wir 95 gegründet. Wir haben das Lokale so aufgefasst, dass wir gesagt haben, wir gehen von der überregionalen Ebene und gucken, was kommt an der lokalen Ebene an. Also Mephisto bringt die Welt nach Leipzig und wir gucken, wir definieren oder deklinieren sozusagen die überregionalen Themen auf die lokale Ebene herunter. Das heißt, wir haben versucht, die Menschen abzuholen, dort wo sie sind. Und das ist ja der wichtige Punkt und das ist auch das Demokratie-erhaltende an der lokalen Informationsgebung. In den Ballungsräumen Leipzig, Dresden, Chemnitz in Sachsen ist es nicht so wesentlich, nicht so zentral, aber im ländlichen Raum ist es ganz wichtig. Und dafür sind lokale Informationsmedien da. Zeitung, Hörfunk, Fernsehen. Aber der Punkt heute, dass jetzt ein Teil der Ausgabe nicht mehr durch Zeitungsboten verteilt wird, sondern nur noch digital. Das ist ja nur das Ende der Kette. Die Frage ist ja, wo sind die Inhalte, die lokalen Inhalte, die die Menschen dort eigentlich auffangen? Da ist ja längst ein Prozess vor sich gegangen, der zur Ausdünnung von lokaler Informationsgebung geführt hat. Das darf man nicht vergessen. Dann frage ich mich an dem Punkt übrigens auch, über Jahre und Jahrzehnte haben Zeitungsverleger, Verlegerinnen darauf gepocht, dass sie unabhängig sind. Und jetzt soll plötzlich eine Vertriebsförderung dazu beitragen. Ich habe mit meinen Studierenden über 3-4 Jahrzehnte versucht, Kooperation zwischen lokalem Fernsehen und Zeitungen vor Ort zu machen. Das hat nicht oder nur sehr bedingt funktioniert, wegen der Zurückhaltung von Zeitungsverlegern. Ich wollte sagen, dass das Lokale ein zentrales Medium auch für den Erhalt unserer Demokratie ist, dass wir die Menschen in den ländlichen Räumen, die bisher dort immer weniger versorgt werden, dort abholen müssen, wo sie sind. Und deswegen müssen wir da was tun. Das ist jetzt viel zu spät. Wir sind eigentlich um Jahrzehnte zu spät an diesem Punkt. Die Digitalisierung im ländlichen Raum ist ja auch noch nicht so weit. Es gibt viel zu erzählen. Ich würde es dabei belassen. Das Lokale ist ein ganz zentrales Element für unsere Demokratie. Vieles von dem, was wir jetzt an Extremismus und Alternativen, würde ich mal vorsichtig sagen, Gedanken erleben in diesen Räumen, basiert darauf, dass die Menschen sich dort nicht abgeholt fühlen. Vielen Dank. Frau Albert, ich würde das gerne mal aufgreifen. Sehen Sie das auch so? Ist da im Prinzip, sind wir jetzt eigentlich an einem Punkt angekommen, wo es vielleicht sogar schon zu spät ist, die Leute wieder zurückzuholen, weil sie vielleicht dann durch sogenannte alternative Angebote längst schon abgeholt werden? Ich glaube, das könnten unsere Wissenschaftler jetzt wahrscheinlich besser beurteilen. Ich bin da Berufsoptimistin. Ich glaube, es ist immer wieder auch in jeder Generation oder vielleicht inzwischen auch in jeder Kohorte eine Aufgabe, die Leute für kommunales Geschehen und auch für die damit verbundene Information zu begeistern. Das ist jetzt auch nur anekdotisch, aber als ich 20 war, fand ich jetzt die Lokalberichterstattung auch noch nicht so interessant. Das ist, glaube ich, auch ein Phänomen des Erwachsenwerdens, dass man eben immer mehr erkennt, wie viel diese Inhalte mit dem eigenen Leben auch zu tun haben. Und das ist ja eine Aufgabe, die wir immer wieder hatten, neue Kunden zu gewinnen. Heute haben wir eben, da gibt es auch interessante Studien, also der Rückgang der Lokalmedien ist jetzt nicht nur
durch die Digitalisierung bedingt, sondern das hat auch damit zu tun, dass sich eben Familienverhältnisse verändern, Menschen in die Städte ziehen, mehr Ein-Personen-Haushalte entstehen. Also da gibt es ganz viele auch gesellschaftliche Phänomene seit den 90ern schon, dass eben diese Veränderungen auch bewirken, dass man nicht irgendwo sich richtig sesshaft macht und dann eine Zeitung abonniert und dann sitzt man da und gibt sie dann noch an die Großmutter weiter und so. Also das sind ja ganz viele Phänomene und das bedeutet, dass wir immer wieder den gesellschaftlichen Diskurs und den demokratischen Diskurs auch neu stärken müssen und auch neue Formen finden müssen. Das heißt ja auch eben nicht nur Digitalabo, sondern auch Sichtbarkeit der Politik am Ort, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Also da fängt das eigentlich an. Und das ist eben, das sehen wir jetzt, wir haben vielleicht viele Jahre in der Illusion gelebt, dass es einfach immer so gut weitergeht mit unserer Demokratie. Und wir sehen jetzt, das ist kein Automatismus, sondern wir müssen Leute immer wieder neu überzeugen. Herr Professor Brinkmann, was ist das? Ja, ich glaube, das, was in der Debatte ein bisschen zu groß ist, ist der aus meiner Sicht, ich will das nicht komplett in Frage stellen, aber recht unreflektierte Begriff der Demokratie, der durch Lokaljournalismus sichergestellt wird. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man in ländlichen Regionen die Zeitungen einstellt. Greift dann der Bürgermeister jeden Tag in die Kasse? Oder ich kenne kein Experiment, bei dem das sozusagen mal nachgewiesen wurde, dass es eine von anderen Variablen unabhängige, valide Untersuchung gibt, wo man sagt, so, wenn jetzt der Lokaljournalismus in diesen Bereichen nicht mehr ist, dann ist die Demokratie zwei Tage später tot. Aber darüber kann man diskutieren. Was viel zu klein ist in der Debatte, ist, dass Zeitungsjournalismus ein Nachfrageproblem hat. Das sehen wir seit 20 Jahren, nicht nur zusammenhängend mit der Digitalisierung. Da gibt es auch Studien zu, dass der Auflagenrückgang schon sehr viel früher eingesetzt hat. So, das heißt, das hochgelobte, hier hochgelobte Produkt Lokaljournalismus findet nicht mehr die Nachfrage an vielen Stellen. Jetzt kann man sagen, die Leute sind alle zu doof, um das zu kaufen, was ihnen doch angeblich so gut tut. Oder man kann sagen, vielleicht ist der Lokaljournalismus nicht gut genug. Er überzeugt am Markt nicht. Auf jeden Fall wäre das eine, das haben Sie ja gerade auch gesagt, eine verlegerische Aufgabe, dagegen anzugehen. Jetzt könnte man sogar marktlich gegen die Sachen angehen. Man könnte ja zum Beispiel sagen, Sie haben gerade gesagt, ideelle Förderung oder andersrum, Journalismus hat auch einen ideellen Charakter. Den Verlagen steht das offen, Verluste zu machen in diesem Bereich und zu sagen, das ist uns so wichtig, aber im ländlichen Bereich, da tragen wir das noch ein paar Jahre weiter. Dass Sie das nicht tun werden, ist mir schon klar. Sie hätten noch eine Möglichkeit gehabt, Preise zu erhöhen. Ich befürchte, das ist keine gute Idee, nachdem man 20 Jahre lang die Preise sukzessive auf über 100% angehoben hat. Dieser Weg scheint mir auch verstellt zu sein. Und ja, dann wird es langsam eng und dann kommen natürlich, das haben Sie ja gerade gesagt, wird die Brandmauer angegriffen, die immer da stand, direkte Subventionen wollen wir nicht. Jetzt reden wir über Zustellförderung. Und das war lange ein No-Go. Es gab alle möglichen anderen Bestrebungen der Verlage, dagegen zu wirken, sowohl marktlich als auch nicht marktlich. Wenn jetzt der BDZV seit ungefähr 2-3 Jahren sagt, ich kann, und die Verleger natürlich dann sozusagen mit dabei, wir können uns das vorstellen, auch direkte Subventionen zu nehmen, ja, dann haben wir echt ein Problem an der Stelle. Denn mit diesen direkten Förderungen, das sehen wir in anderen Ländern ja auch, Österreich jetzt vor 2 Jahren, die Skandale um Kanzler Kurz, die auch eine Mediengeschichte sind letzten Endes, dann ja, dann wissen wir, glaube ich, wie schwierig das in diesem Feld ist und auch wie wenig andere Möglichkeiten da noch gesehen werden. Aber ich sehe da gerade keine Alternative, denn man handelt sich mit der Staatsförderung auch Probleme ein, die dann so eher in dem Bereich liegen, dass man sich Anwürfen aussetzt, wie eher der öffentlich-rechtliche Rundfunk kennt. Denn meiner Erfahrung nach differenzieren Nutzer, die es nicht gut mit dem Journalismus meinen, nicht darin, ob das Geld über eine Landesmedienanstalt verteilt wird, direkt von der Bundeszentrale kommt oder ob es vom Kanzler direkt verteilt wird oder ob es über einen Beitrag sozusagen oder eine Gebühr wie bei den Öffentlich-Rechtlichen erhoben wird. Das ist in der Regel kein Unterschied und auch nicht wahrnehmbar. Und ich glaube, für das Geld, das da im Raum steht, 200, 400 Millionen Euro, kriegt man ein Legitimitätsproblem an der Stelle. Und das möchte man ja vielleicht als Zeitungsverlage auch nicht unbedingt haben. Es besorgt mich, dieser Trend. Die Zeit ist leider begrenzt, die wir haben. Tut mir leid, wir müssen um 16 Uhr hier. Tatsächlich ist die Zeitung die Ostthüringer Zeitung, die Sie meinen. Nur weil so viele hier sind, die das dann vielleicht falsch in die Welt tragen.
Alles klar, danke. Vielen Dank für den Hinweis. Wir haben noch genau 5 Minuten und ich würde von Ihnen dreien einfach gern noch ein Schlussstatement hier einfangen, wie man das manchmal so macht. Herr Professor Heinke, wo steht die Regional- und Lokalmedienszene im Jahr 2030 aus Ihrer Sicht? Ich würde gerne die Gelegenheit nehmen, dem Kollegen Brinkmann zu widersprechen. Habe ich nicht so oft Gelegenheit. Ich glaube tatsächlich, ich hatte es vorhin auch schon gesagt, dass sozusagen regionale Marken, und das sind typischerweise auch die Zeitungen, in den Märkten eine Bedeutung haben und dass deren Demokratierelevanz auch relativ leicht erkennbar ist. Ich glaube auch, ich will jetzt nicht in eine Fachdebatte eintreten, dass es dazu auch hinreichend wissenschaftliche Untersuchungen gibt, aber dass tatsächlich die Zuverlässigkeit einer bestimmten Information in meinem Nahbereich, wo ich auch Möglichkeiten habe zu überprüfen, ob das, was da publiziert ist, zutreffend ist für das Verhältnis zur Gesellschaft, zum Staat insgesamt von besonderer Bedeutung ist. So, jetzt bin ich aber gern bereit, und zu spekulieren, dann spekulieren Sie bitte. In 10 Jahren erleben. Ich würde meinen persönlichen Eindruck sagen, ich habe jetzt sehr lange keine gedruckte Zeitung in der Hand gehabt und habe jetzt in den letzten Monaten wieder angefangen, gedruckte Zeitungen zu lesen und bin überrascht, wie viel angenehmer ich das Rezeptionsereignis wahrnehme. Ja, ich sehe auch die Probleme, die mit einer gedruckten Zeitung, insbesondere im Bereich der Logistik, verbunden sind. Insofern könnte ich mir sogar vorstellen, dass das Ende der gedruckten Zeitung, das ja vielleicht auf das Jahr 2030, 2035 datiert ist, dass das vielleicht etwas vorgegriffen ist. Wahrscheinlich, glaube ich, wird sich für jedenfalls bestimmte Anwendungsfälle werden sich da Nischen finden. Ich beobachte mit großem Interesse auch das Comeback der Vinyl-Schallplatten, das ja inzwischen auch bemerkenswerte Ausmaße angenommen hat. Insofern glaube ich nicht, dass wir im Jahr 2030 keine gedruckten Zeitungen mehr haben. Herr Professor Brinkmann. Glaube ich auch, dass das uns dann noch erfreuen wird. Vor allen Dingen, weil ich glaube, weil so fleißige Politiker wie Herr Lindt dafür sorgen werden, dass sie eben entsprechend irgendeine Art von Förderung erhalten. Der politische Druck erscheint mir auch hoch in dem Zusammenhang. Das Eigeninteresse der Politiker in ihrem Wahlkreis, in ihren Blättern vorzukommen, im Übrigen auch. Das bedeutet, wir werden das wahrscheinlich kriegen, eine Zustellförderung in irgendeiner Höhe. Die muss dann noch verteilt werden. Das ist ja auch irgendwie schwierig, aber das wird wohl passieren. Ich befürchte nur, wir werden die gleiche Diskussion, die wir heute geführt haben, in 10 Jahren nochmal führen. Und dann wird es mehr Geld sein, das benötigt wird, um einen Vertriebsweg zu subventionieren, der heute schon nicht mehr zeitgemäß ist. Frau Albert, Sie haben das Schlusswort sozusagen. Da bin ich optimistischer. Ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren nochmal über den Vertrieb der Zeitung sprechen müssen. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich noch vereinzelt gedruckte Exemplare geben wird. 2030 sind ja auch nicht mehr 10 Jahre, wenn ich richtig rechne, sondern nur noch 7. aber ich sehe die Zukunft des Journalismus im Digitalen. Ich sehe ja auch, wie junge Menschen Medien nutzen, und die haben einfach eine ganz andere Sicht auf die Größe von Bildschirmen und Usability und viele dieser Fragen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass die Zukunft im Digitalen liegt und damit natürlich auch in hervorragenden digitalen Angeboten. Und vielleicht noch ein Wort zum Thema, wir haben keine Studien, wie es mit der Demokratie geht und so. Das mag jetzt für Deutschland vielleicht stimmen. Wir haben leider ein Versuchslabor in den USA, das auch ganz gut untersucht und von Studien begleitet wurde. Und dort hat sich eben gezeigt, dass gerade im Lokalen und Sublokalen, wenn die Berichterstattung wegfällt, tatsächlich Korruption steigt, dass sogar der Preis für die Brille steigt, weil ich nicht mehr vergleichen kann, was der Optiker im Nachbarort eigentlich für einen Preis für die Brille verlangt und die nicht mehr im Wettbewerb stehen, und dass Politik insgesamt noch schlechter verstanden wird. Und das wäre jetzt für mich die Dystopie, für die ich natürlich für unser Land nicht hoffe, dass wir sie 2030 erleben, sondern dass wir es eben schaffen, gemeinsam auch mit kreativen Modellen und so einem Schulterschluss und vielleicht weniger aufeinander zeigen, wer wann was wie verschlafen hat und noch hätte besser machen müssen, mit dem Schulterschluss die Sache angehen und sagen, wir wollen zur Stärkung des gesellschaftlichen Diskurses auch immer freie Medien anbieten.
Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Albert, bei Herrn Professor Brinkmann und Herrn Professor Heinke für die angeregte Debatte. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen hier im Publikum, hier im Saal und an welchen Empfangsgeräten auch immer. Vielen Dank.